Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part, was haben wir da eigentlich gemacht? Wir haben unsere alte Form wieder erlangt. Wir sind wieder der normale menschliche Link. Ja, soweit würde ich sagen. Ja? Wir haben jetzt die Aufgabe, die Stadt zu verlassen und in die Sümpfe zu gehen. Aber der Typ hier... Stehen geblieben. Hast du etwas in den Sümpfen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es einem Kind nicht erden. Ein Schwert? Ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, sie wie ein Kind zu behandeln. Südlich von hier erstrecken sich die Sümpfe von Dämmerwald. Seien Sie bitte vorsichtig. Aber immer. Aber zuerst möchten wir noch ein paar winzige Sidequests erledigen in der Stadt. Dazu gehört erstmal eines... Naja, wir müssen erstmal ein paar Items besorgen, ne? Wir können hier nicht einfach unorganisiert drauf losmarschieren. Ach warte, das war nicht der richtige Laden, den ich meinte. Ne, der war da oben. Genau, der Bombenjob. Jetzt fällt mir natürlich wieder ein, wir haben ja gar keine Kohle. Heilige Scheiße. Das ist mir bei Ocarina of Time auch schon passiert, dass ich einfach in den Laden gelaufen bin und gar nicht gewusst habe, dass ich keine Kohle habe. Aber wir sollten noch etwas anderes machen, und zwar, wir sollten die Zeit verlangsamen. Okay, diesmal hat es geklappt. Sonst fail ich ja immer, wie bekanntlich. Ballade des Kronos. Sollte der Lauf der Zeit verlangsamt werden? Aber bitte. Wisst ihr, manchmal läuft die Zeit wirklich scheiße schnell. Und so geht sie etwa halb so lange? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Also lasst euch jetzt nicht von mir verleiten. Ich kann auch einen totalen Kackmist zusammen erzählen. Obwohl ich gar nicht weiß, wovon ich eigentlich rede. Aber ey, das ist ja meine Aufgabe als Comedian auf YouTube. Ach ja, dazu wollte ich eigentlich auch noch was sagen. Und zwar gibt es ja einige Let's Player, die von sich behaupten, ja, damals, als ich angefangen habe, da war ich so still, hat noch nicht so Action gehabt. Ich war so schüchtern. Wisst ihr, ich bin jetzt so aufgedreht, weil ich habe mit Vlogs zuerst angefangen. Und hier kriegen wir schon mal 100 Rubine. Yeah! Damit haben wir die Tasche voll. Wir können 99 tragen, aber das wird sich dann irgendwann noch ändern. Jedenfalls, wie gesagt, es behaupten ja einige, dass sie so ruhig gewesen wären. Wenn man Vlogs macht, dann eignet man sich viel eher die Eigenschaft an, dass man etwas zuvorkommender ist. Ja, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Nee, keine Ahnung, dass man halt etwas aufgebrachter ist. Man eignet sich ein bisschen die Gewitztheit für Sprüche an. Herzlich willkommen. Ja, ich kaufe jetzt mal eine Bombentasche, dann kann ich weiterreden. Die kaufe ich. Freunde, wir haben Bomben. Du hast deine Bombentasche erhalten. Ab sofort kannst du Bomben transportieren und einsetzen. Als kleine Aufmerksamkeit wird die Bombentasche mit 20 Bomben gefüllt. Eine sehr nette Geste. Aber wirklich? Ich glaube, Krabbelmine kaufe ich jetzt nicht. Die kriegen wir sonst doch irgendwo in einer Schatztruhe, ganz bestimmt. Jedenfalls, wenn man mit Vlogs anfängt, eignet sich man wirklich die Eigenschaft ein bisschen an, hier ein bisschen auf Comedy zu machen. Wenn man dann erst mit Let's Plays anfängt, dann erst kann man so richtig drauf losreden. Hallo kleiner Mann, möchtest du da nicht deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihre Ersparnisse einfach nicht mehr einzahlen. Nichts, nichts. Als besonderen Anreiz offeriere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine sparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine bei dir tragen kannst.
Also, womit kann ich dienen? Ja, wir können unsere 49 jetzt mal reinschmeißen. Aber warte, ich tue jetzt mal nur 39 rein, weil 10 brauchen wir noch kurz. Yo. Ernsthaft, das ist eine Menge, eine Menge, eine Menge. Na, eigentlich nicht, oder? So, junger Mann, wie lautet dein Name? Link war der Name, oder? So, das wär's. Deine Ersparnisse sind bei mir in guten Händen. Lass mich dich noch rasch mit einer Spezialtinte kennzeichnen. Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar und es tut auch nicht weh. Okay. Das war's auch schon. Von jetzt an werde ich dich immer erkennen. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 39 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Das werde ich. Denn das ist nämlich auch ein Teil, den ich machen werde. Ein paar Rubine farmen, um hier die beiden Börsen abzuklappern. Hallo du! Dieses Zentrum befindet sich, bietet Fachkündigen 24 Stunden Einzelunterricht, der deine Kampfkünste deutlich verbessert. Ich verhasste mich wieder wie ein Weltmeister. Von heute an gilt es bis zum Ende des Karnevals ein verbilligter Tarif für alle Schulungen. Also, willst du es versuchen? Ich mache den fortgeschrittenen Kurs. Beim Profikurs geht es um die praktische Anwendung deines Könnens. Zerschlage 10 Baumstämme unter Verwendung der komplexesten Schwerttechniken. Erzielst du die volle 30 Punkte, soll dein Herz erstarken. Hast du dich vorbereitet? Ja, ich denke schon. Ich pack das Schwert schon mal aus. Da ist einer. Die müssen wir jemals fokussieren. Und dann einfach nur noch A drücken. Eine Sprungattacke erzielt 3 Punkte. Und ja, wenn wir alle 10 Baumstämme mit 3 Punkten belegen, ja, da haben wir 30, oder? Und da habe ich da was falsch zusammengerechnet. 18 haben wir schon. Ne? So, da ist noch einer. Und da drüben. Super! Ich bin froh, dass die Dialoge ein wenig nachgelassen haben, weil sonst wären wir wahrscheinlich nirgends mehr hingekommen. Und wir haben es geschafft. Beeindruckend. Ich muss dir etwas geben. Ja. Wow, das war sehr schnell. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits 2 Teile eingesammelt. Finde 2 weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Weiter, weiter, weiter. Unglaublich. Halte es in Ehren. Mach ich. Sonst gehen wir wieder raus. Das war alles, was man hier tun musste. Es gab sonst noch ein Herzteil hier in Unruhestadt. Ich muss noch mal gucken, ob das noch da ist. Ja, muss ja eigentlich da sein. Das auf dem Uhrenturm haben wir ja schon. Und da hinten auf Nord-Unruhestadt müsste noch... Ah ja, genau da oben auf dem Baum. Da müssen wir jetzt hin. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur da hinspringen. Auf diesen seltsam geformten Pfosten da. Hier noch. Das war knapp. Und auf den Baum. Oh yeah! Du hast dein Herzteil gefunden. Du hast bereits 3 Teile eingesammelt. Finde ein weiteres, um deine Energieleiste zu erweitern. Und das lese ich nur noch beim 4. Herzteil und dann nicht mehr. So. Da hinten war auch noch ein Minispiel für Dekus, aber das machen wir jetzt nicht, das ist mir zu langweilig gerade. Aber wir können hier schon mal einiges ausrüsten, hier die Bomben und die Maske. Das werden wir noch brauchen, ganz bestimmt. Ach ja, mit der Ocarina können wir jetzt auch die Zeit ein bisschen vorspulen. Das heißt, wir müssen gar nicht so lange warten, jeweils. Ja, gute Sache eigentlich. Was sollten wir denn noch machen? Sollten wir langsam mal losgehen? Ich hätte eigentlich noch Lust, ein letztes Herzteil zu suchen. Irgendwo. Weiß auch nicht. Da können wir keins holen. Da auch nicht. Da auch nicht. Tja. Was machen wir denn noch? Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach mal raus hier. Willkommen in Ebenen von Termina.
Sieht ein bisschen aus wie Hyrule von Ocarina of Time. Aber wie dem auch sei. Ist ja eine ganz andere Welt eigentlich. So. Du kommst jetzt erstmal ran. Dann siehst du die Radieschen gleich von unten. Und ich habe gerade das Gefühl, dass mir jemand eine SMS geschrieben hat, aber das soll uns jetzt gerade nicht stören. Was ist denn das für eine Zeichnung da? Da ist was auf dem Baum gekritzelt. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tyle und ich haben das zusammen mit dem Hawk gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Oh, armes Hawkit. Oh, eine Cutscene. Ja, ich würde sagen, ich lasse die mal laufen, ne? Das hat mich auch nicht gewundert. Warte, falsche Stimme. Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streichen spielen. Kein Wunder, dass jemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde? Ach du Scheiße. Das ist ja der Maskenhändler. Und dem hat er dann die Maske geklaut. Logische Schlussfolgerung. Und als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte? Ja, da ist einfach fertig. Ja gut, gehen wir in die Sümpfe. Und auf dem Weg gibt's noch ein Herzteil. Also habe ich ja richtig zusammengerechnet. Super. So, hier vorne sind nochmal solche Schleimbolzen. Die sehen ja aus wie... keine Ahnung, irgendwie Popel. Solche richtige Schleimbolzen. Oh, und da hinten sind Fledermäuse. Jetzt muss ich gucken, dass hier alle Fledermäuse weg sind. Doch, das sind noch welche. Ja, da ist noch einer und zack, du bist down. Und da ist noch einer gespawnt. Ja, diese Schleimbolzen können respawnen. Jetzt muss ich mal... ja, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss mal gucken, sind alle Fliegenden weg? Denn, jetzt wechsle ich mal zum Deku. Oha, ja, so sieht's aus, wenn man die Maske anzieht. Jetzt müssen wir das Vieh da oben runterschießen. Wow! Alter! Überrasch mich nicht! So. Habe ich den jetzt nicht getroffen? Naja.
Jawohl, das hätten wir. Jetzt können wir da hochklettern und da oben wartet ein Herzteil. Dann haben wir ja schon die erste Verlängerung unserer Energieleiste. Und Link ist total hinter den Büschen verschwunden. Du hast ein Herzteil gefunden. Die vier Einzelteile fügen sich zu einem neuen Herzcontainer zusammen. Deine Energieleiste wurde erweitert. So, und das war das letzte Mal, dass ich das gelesen habe. Und wir ziehen unsere Maske wieder aus. Da hinten werden wir dann später nochmal hingehen, wenn wir einen Bogen haben und Pfeile. Logischerweise. Denn da gibt es doch ein kleines Minispiel. Jetzt gehen wir erstmal in die Sümpfe. Sümpfe des Vergessens. Ziemlich düster hier. Ach, das Wasser sieht so unappetitlich aus. Aber hey, das sind ja... Ich denke, das haben Sümpfe so an sich. Ja, Freunde, wir sind bei 16 Minuten angekommen. Ich muss den Part hier leider schon beenden, auch wenn wir heute auch wieder nicht so viel gemacht haben. Nächstes Mal werden wir dann der Story wieder etwas mehr folgen. Und dann gehe ich mal hier rüber. Dann gibt es noch einen Speicherpunkt, den wir mit dem Schwert wieder verprügeln können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Und ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.